Sie sind hier, 14. Januar 2019, 18.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lennart Guy wechselt in die Niederlande. Urheberrecht Getty Images. Der frühere U20-Nationalspieler Lennart Guy hat einen neuen Verein. Der ehemalige Werder-Profi wechselt in die Niederlande zum Tabellen 16. der Eredivisie. Der ehemalige U20-Fußballnationalspieler Lennart Guy wechselt in die Niederlande. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt zum Erstligisten PEC Zwolle, nachdem sein Vertrag in der Türkei bei Büyükşehir Belediye Erzurumspor im Dezember nach nur 5 Monaten aufgelöst worden war. Beim 16. der Eredivisie unterschrieb der frühere Bremer bis 2020. Guy mit Verplaypreis geehrt. In Lennart bekommen wir einen erfahrenen Spieler, sagte Zwolles Sportdirektor Gerani Kamp. Der gebürtige Frechner habe einen unglaublich eifrigen Eindruck gemacht. In der türkischen Süper Ligi kam Guy auf 12 Einsätze, ein Tor. Im September des vergangenen Jahres war Guy mit dem FIFA Verplaypreis geehrt worden. Punkt. Er hatte im März auf ein Ligaspiel seines damaligen Clubs VVV Venlo verzichtet, weil bei einem Leukämie-Patienten eine seltene Übereinstimmung mit seiner DNA festgestellt worden war, von Sportinformationsdienst.